Ja, Aloha, meine kleinen Hawaii-Träumer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einer Limited Edition von den Nimm 2 Bonbons. Ja, wir haben hier einmal die Nimm 2 Bonbons in der Hawaii Edition mit Maracuja und Ananasgeschmack. Ja, es soll sie die letzten Jahre, glaube ich, schon mal gegeben haben. Ich habe sie dieses Jahr das erste Mal entdeckt. Und ja, ich bin schon mal sehr gespannt. Es sind jetzt keine Nimm 2 Softbonbons. Ja, es sind so normale Bonbons, die hart sind, mit einer festen Schale, sage ich mal. Und wir haben hier einmal Ananasgeschmack und Maracuja. Ja, ich bin schon mal sehr gespannt. Sie sollen fruchtig gefüllt sein. Wir fangen jetzt hier einfach mal an mit Ananas. Und ich beiße da jetzt mal rein, um euch die Füllung zu zeigen. Es riecht echt schon mal sehr nach Ananas. Also der Geruch passt auf jeden Fall schon mal. Ich guck mal, ob man sie durchbeißen kann. Ich beiß ja Bonbons eigentlich mehr, ja. Also ich lutsch da nicht so drauf rum. Die ersten paar Sekunden ja, aber dann fange ich irgendwie an, irgendwie sie zu zerbeißen. Sie lassen sich aber auch gleich sehr gut beißen. Und ihr seht hier richtig diese Füllung. Oh, krass. Und auch gleich sehr, sehr süß. Aber diese Ananasfüllung hier drin. Leute, das ist echt krass. Das ist wirklich eine flüssige Füllung. Und ja, es sind harte Bonbons mit einer weichen Füllung. Es klebt auch ein bisschen an den Zähnen, aber sie lassen sich perfekt beißen. Und Ananas muss man natürlich mögen. Der Ananasgeschmack ist wirklich sehr präsent. Hier mal Maracuja. Also wirklich sehr, sehr süß. Etwas dunkler. Wie gesagt, einmal orange. Ananas war ja gelb. Der Geruch ist hier jetzt auch nicht so intensiv. Man riecht hier auch nicht an Bonbons. Aber bei der Ananassorte hat man echt schon Ananas gerochen. Ihr seht hier auch wieder eine richtig schöne Füllung. Ja. Und Maracuja. Also sie ist nicht ganz so süß wie Ananas. Und Maracuja-Geschmack hält sich auch so ein bisschen in Grenzen. Also es geht mir in die Richtung Orange oder Pfirsich. Aber auf Pfirsich-Maracuja würde ich jetzt nicht kommen. Also diese Pfirsich-Maracuja-Sorte oder nur Maracuja, hier steht nur Maracuja drauf, weiß ich jetzt nicht. Die ist jetzt nicht wirklich richtig toll. Hier ist ja das Mischungsverhältnis auch immer anders. Ich würde mir jetzt, glaube ich, nur diese Ananasbonbons rauspulen. Die sind echt richtig lecker. Die sind echt wirklich zuckersüß. Und wie gesagt, der Ananasgeschmack, der ist echt wirklich sehr intensiv. Bei Pfirsich-Maracuja habe ich so ein bisschen Geschmacksverwirrung. Ja, da weiß ich nicht wirklich, ob das Maracuja ist. Das könnte auch, wie gesagt, Pfirsich sein oder Orange. Aber Ananas ist echt wirklich gut gelungen. Ich würde dieser Sorte hier auch 6 Punkte geben auf einer Skala von 1 bis 10. Ich würde sie mir nicht unbedingt nochmal wieder kaufen. Aber diese Bonbons lassen sich auch echt sehr gut beißen. Und es ist eine wirklich schöne, ja, fruchtige Füllung auch enthalten. Also für eine Sommersorte ganz gut gelungen, Leute. Probiert sie auch aus. Wer es fruchtig mag, wer auf Multivitamin steht, der wird diese Bonbons lieben. Abonniert hier oben meinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss!